Hallo, heute möchte ich mir mal ansehen, wie Suchmaschinen mit neuen Webseiten umgehen. Ich habe jetzt seit ein paar Wochen einen Blog und seit ungefähr 2 Wochen hat er auch die eigene Domain bechinio.de. Das ist ein stinknormaler Blog von WordPress. Natürlich habe ich eine XML-Sitemap gemacht und alles Mögliche, was empfohlen wird. Und jetzt gucke ich halt mal, wie weit sind die Suchmaschinen mit der Indizierung. Dafür kann ich die Site Search machen und einfach nach bechinio.de suchen. Tja, und Google sagt 9 Treffer. Bing sagt ungefähr 37 Treffer. Und Yandex sagt 's gestern mal durchgezählt, es sind ungefähr 20 Treffer. Bing bietet die Webmaster-Tools an, da kann man nachgucken, wie es tatsächlich aussieht. Und Bing hat hier 34 Seiten indiziert. Und sie zeigen mir hier so eine Baumstruktur an. Und da kann ich dann auch sehen, welche Ordner indiziert sind. Im Endeffekt wird halt für jeden Tag ein Ordner angelegt. Ja, und da sieht man schon, dass bei 12 einige Lücken sind. Ich habe ja so ziemlich jeden Tag einen neuen Artikel rausgehauen, seitdem ich den Blog mache. Und bei Google, sie sagen, sie haben 9 Seiten indiziert, das haben wir gerade auch festgestellt, und 75 nicht indiziert. Und es gibt 3 Gründe. Und die Gründe sind: Die Indizierung wurde nicht gestartet. Was bedeutet das jetzt für mich? Ja, wenn ich OSINT mache, verlasse ich mich ja vor allem auf Suchmaschinen. Und wenn diese Suchmaschinen aber so langsam sind beim Indizieren, das heißt, dass dann neue Inhalte, neue Webseiten, vielleicht relevante Webseiten, doch gar nicht so gut indiziert sein können, wie ich es erwarte. Ich meine, natürlich ist 2 Wochen jetzt nichts und diese Webseite hat natürlich auch keine große Relevanz, weil sie von anderen Webseiten natürlich nicht verlinkt wird und von daher im Ranking natürlich auch recht weit hinten ist. Aber ich finde es trotzdem spannend, dass Suchmaschinen so lange brauchen, um eine Webseite zu indizieren und dass vor allem sich so große Unterschiede ergeben. Ich meine, Bing hat fast 4-mal so viele Seiten indiziert, Yandex doppelt so viel. Und das, wo Google ja eigentlich der Marktführer ist und man ja ein großes Vertrauen rein hat, dass sie ja schnell und aktuell sind. Also ich werde das jetzt noch weiter beobachten, aber es ist spannend. Okay, das war's für heute schon wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.